meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich mir etwas weiter weg von der Kamera, denn wir haben ein Paket von Shabani bekommen. Das wollte ich jetzt zusammen mit euch auspacken und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. So, meine Lieben, das hier ist das Paket. Es ist etwas kleiner, also ein Mini-Paket. Ich würde sagen, bevor ich euch erstmal erzähle, was das ist, packen wir das erstmal aus. Ihr habt schon gesehen, ich habe Werbung hier oben stehen, weil das Ganze eine Kooperation mit Shabani ist. Die haben mir das Ringsling-Tuch hier kostenlos zur Verfügung gestellt und das müssen wir natürlich erwähnen hier. Trotzdem bin ich von dieser Firma einfach so begeistert, dass ich auch wirklich nur Kooperationspartner habe, mit denen ich wirklich arbeiten will und wo ich auch wirklich guten Gewissen euch die weiterempfehlen kann. Also ich erzähle euch hier keinen Blödsinn, sondern erzähle euch wirklich nur meine Meinung. Wenn ich dieses Ding hier scheiße finde, dann sage ich euch das auch. Aber ich würde sagen, packt das jetzt mal hier aus. Das ist ziemlich schwer. Ich habe hier eine Schere zum Glück zur Hand. Das ist sehr gut verpackt. Ah, hier ist die Öffnung. Tada! Und das ist ja schon mal der Oberhammer, oder Leute? Also wie gesagt, ich erzähle euch wirklich meine Meinung dazu. Ich erzähle euch keinen Quatsch, ich bekomme dafür kein Geld. Mir wurde dieses Tuch kostenlos zur Verfügung gestellt von Shabani. Das ist eine Marke, die findet ihr auf Instagram, auf Facebook, im ganz normalen Internet. Und ich würde sagen, googelt es einfach mal, wenn ihr ein Tragetuch braucht, ein Ringsling braucht oder etwas verschenken wollt. Ich finde, Tragetücher sind ein super Geschenk. Die kann man allein auch wegen dem Preis sehr gut verschenken als Geschenk zur Geburt. Tragetücher sind einfach der Hammer. Wirklich. Also Kinder lieben es, getragen zu werden. Manche mögen es nicht und andere brauchen es umso mehr. Und deswegen empfehle ich jeder Mutter oder jeder werdenden Mutter auf jeden Fall ein Tragetuch. Und wenn ihr eine Freundin habt, die einfach noch keins hat, guckt bei Shabani vorbei, denn das ist 100% Baumwolle. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus. Es kommt hier in so einer richtig schönen Verpackung, die schon so ein bisschen öko aussieht, also bio, und das finde ich auch richtig gut. Und genau, so sieht das Ganze aus. Hier sieht man schon, was ich mir ausgesucht habe. Ich habe mir ein Ringsling in Schwarz ausgesucht. Ich fand das am besten. Und wie gesagt, das Ganze von Shabani. Schaut auf jeden Fall vorbei auf Instagram. Dann packen wir das Ganze mal aus. Der Deckel geht einfach so ab. Die Verpackung werde ich in jedem Fall behalten. Die ist ja immer obercool. Und dann lacht uns schon das Lederlogo an hier. Shabani. Wie gesagt, ist das ein Ringsling. Das ist kein Tragetuch, sondern ein Ringsling. Und Ringslings finde ich zum Beispiel einfacher zu binden. Das werde ich euch auch gleich nochmal demonstrieren, wie man die bindet und wie das Ganze funktioniert. Ich hatte bereits mal ein Tragetuch und das hat mir einfach zu lang gedauert. Ich fand das sehr umständlich, das immer ranzumachen. Habe es auch nur zweimal getragen und danach wieder verkauft. Seitdem bin ich überzeugt von Ergo-Babys oder Mandukas und so. Und jetzt habe ich aber überlegt, jetzt wo ich schwanger bin, will ich auf jeden Fall wieder ein Tragetuch. Und genau in dem Moment hat mich eben die Firma Shabani angeschrieben und hat um eine Kooperation gebeten. So, ich würde sagen, packen das oder holen das hier mal raus. Dazu gibt es noch einen Rabattcode. Den kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil sonst klaut ihr mir den hier. Ein 25% Rabattcode, also auch richtig, richtig schön. Erstmal, was mir auffällt, der Stoff ist super weich. Wie gesagt, 100% Baumwolle und der ist wirklich super angenehm. Sehr, sehr weich. Wie gesagt, hier dieses Zeichen drauf, also das Logo von Shabani, so sieht das Ganze aus. Sieht schon mal richtig edel aus und wirklich, wirklich schön. Das Schwarz ist auch ein sehr schönes Schwarz. Und dann entfalten wir das Ganze mal. Oh Gott. Genau, so. Hier haben wir schon mal den Ringsling. Denn, das habe ich ja gerade gesagt, ist ein Ringsling und kein Tragetuch. Und ein Ringsling hat hier zwei Ringe, mit denen man das sozusagen befestigt. Das heißt, man muss es nicht wirklich binden wie ein Tragetuch über Kreuz und über die Schultern und hinter den Rücken und so, sondern dieses hier geht wirklich richtig, richtig einfach. Hier haben wir noch so eine kleine
Applikation mit so einem kleinen Herzchen, auch total süß. Und das Ganze ist auch ziemlich lang, also da kann auch der große Partner mittragen. Was ich bei diesem Ringsling jetzt super klasse fand, und das hat mich jetzt auch dazu, das war so das, warum ich mich dafür entschieden habe, einen Ringsling zu nehmen und kein Tragetuch, denn Chabani hat beides, Ringsling sowie Tragetücher, alle in einem super schönen Design, in super schönen Farben. Das Altrose hat mir besonders gut gefallen, dann gibt es noch einen Anthrazit, also wirklich richtig viel Auswahl. Ich finde es jetzt auch schön, dass hier dieses, das ist nicht so ein Gold, sondern eher so ein, so wie die Pappe ungefähr, in dieser Farbe ist das, ist der Ring, das finde ich wirklich sehr edel und sehr schön. Und warum ich mich für einen Ringsling entschieden habe, ist einfach, weil ich das ganz genau weiß von meiner Nichte, dass sie gerne auf der Hüfte getragen wird. Sie ist jetzt ein Jahr ungefähr und sie sitzt super gerne hier auf der Hüfte und dann muss man sie die ganze Zeit so rumtragen. So, dieses Ringsling nimmt dir das sozusagen ab. Das bindest du dir auf die Seite und du kannst einfach, hast freie Hände und kannst alles machen, aber dein Kind ist die ganze Zeit bei dir und die Last wird dir über den Rücken abgenommen. Deswegen habe ich mich für ein Ringsling entschieden. Genau, um das Ganze zu binden, legen wir den Ring über unsere Schulter. Hier seht ihr auch nochmal das Herz, das ist eine sehr gute Orientierung. Wir legen das so über unsere Schulter, falten das auch so ein bisschen auf, dass wir hier eben diesen Ring so knapp bei der Schulter haben. Dann kommt der Rest so hinter unserem Rücken durch. Und dann fädeln wir einfach den Rest, mit dem wunderschönen Logo übrigens, einfach durch beide Ringe. Ziehen wir das Ganze einmal komplett durch. Hier sind noch so lästige Beschreibungen. Da steht aber auch noch drauf, wie man das tragen sollte und wie nicht. Aber das könnte man, denke ich, auch abschneiden, weil das stört ja wirklich sehr. So, dann binden wir das einmal so komplett so durch die Gegend und dann seht ihr, glaube ich, auch schon, wo sozusagen der Sack für das Kind nachher entsteht. Und zwar, das ist dieser hier, der eben bei euch so auf der, ja, auf der Hüfte oder eben an der Brust sozusagen liegt. Dann nehmen wir, um das Ganze noch später zu befestigen, wenn wir hier nämlich das Kind reinsetzen, dann wird es kritisch, fädeln wir den Rest wieder durch den zweiten Ring. Also fädeln das Ganze durch beide und nehmen dann das, was wir rausgezogen haben, und fädeln das durch das andere, durch einen anderen Ring durch. Und so kennen das, glaube ich, einige von Kleidungsstücken oder Gürteln oder so. Da kennt man ja einfach diese Form, dass man das in hier an dem Bänzel ziehen kann und dann wird es richtig schön stramm, damit das Kind eben richtig schön straff hier sitzt. So, um euch das zu demonstrieren, habe ich hier ein Baby dabei. Natürlich liegt meins noch im Bauch, aber das hier ist der Benetton. Das ist ein Reborn-Baby. Sieht fast so aus wie ein echtes Baby. Und der wiegt auch genauso viel. Das heißt, mit ihm kann man das wirklich sehr gut demonstrieren. Das heißt, ihr fädelt es so ein, legt euer Kind hier auf die Seite und zieht einmal diesen, ja, dieses Beutelchen, Känguru-Beutel hier, einmal so übers Kind. So wie er es natürlich braucht. So, ganz wichtig, hier die Anhock-Spreizhaltung. Das kann ich bei ihm jetzt nicht machen. Aber da müsst ihr natürlich darauf achten, dass das Kind wirklich die Anhock-Spreizhaltung hat. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann könnt ihr einfach den Ringsling festziehen. So, und wenn ihr es richtig festgezogen habt, dann sollte der Ring nicht so tief sitzen eigentlich. Sondern der sollte immer noch auf eurer Schulter sitzen. Und habt ihr eben das Baby hier so an eurer Brust. Einmal so rum. Den Rest hier von diesem Tuch könnt ihr euch auch irgendwo verstecken. Und dann sitzt das Baby eben hier an eurer Brust sozusagen. Das Ganze könnt ihr machen bis 15 Kilo. Das heißt auch Kinder, die zahnen zum Beispiel. Oder wenn ihr stillen wollt, geht es auch super in der Öffentlichkeit. Einfach Still-BH auf und dann kann das Kind schon trinken. Das ist auch eine super Erleichterung für unterwegs oder so. Oder wenn ihr Hausarbeiten macht, aber das Kind gerade stillen möchte. Genau, dafür ist es super praktisch. So sieht das Ganze aus. Und ist auch wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Und das war im Endeffekt auch das Ringsling, was ich euch zeigen wollte. Also ich bin wirklich begeistert. Und ich freue mich sehr, dass Chabani mich angeschrieben hat, weil ich, wie gesagt, sowieso ein Tragetuch oder ein Ringsling haben wollte. Und jetzt bin ich wirklich mehr als begeistert von diesem Ringsling. Ich werde ihn jetzt noch öfters ausprobieren.
Und euch natürlich auch berichten. Ich werde nochmal ein Video drehen, wenn mein Baby da ist. Dann werdet ihr das auch nochmal sehen. Aber jetzt wollte ich es einfach mal schnell demonstrieren mit dem kleinen Benetton hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Shaverny vorbei, wenn ihr ein Tragetuch braucht, haben wollt oder ihr ein Geschenk sucht. Das ist wirklich, ich lege es euch einfach ans Herz. Und genau, ich bin aber auch super begeistert. Ich habe noch nie so ein schönes Tragetuch angefasst. Und Preis-Leistung finde ich hier wirklich einfach top. Ich verlinke euch Shaverny einfach mal in der Infobox und dann könnt ihr da vorbeischauen, was Preise, Farben, Muster, wirklich alles angeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!